Ich hatte schon ein paar solche Präsentationen jetzt, dadurch, dass ich auch unterrichte an der FHNW. Und immer hoffe ich, dass es auch diesmal klappt. Ja, ich bin vom Institut für mobile und verteilte Systeme. Wir sind in Bruckwindisch an der FHNW und mein Hauptgebiet ist Internet of Things. Deswegen bin ich auch an die FHNW gekommen. Vorher und immer noch bin ich Software-Ingenieur und auch in der Maker-Community recht aktiv. Zudem organisiere ich ein IoT-Meetup in Zürich. Im Moment ist es auch virtuell, sonst treffen wir uns da in Person, um über das Thema auch was zu lernen. Und an der FHNW unterrichte ich unter anderem IoT Engineering, also ein Fach, um das es hier geht. Hier kurz eine Definition. Es gibt x verschiedene. Ich habe gerne sehr kurze. Was IoT ist, ist ja auch wichtig, wenn man das vermitteln will. Ja, Sie sehen es hier, Verschmelzung von Internet und physischer Welt. Technischer wäre internetverbundene Computer mit Sensoren und Aktuatoren. Es geht also darum, dass Computer wissen, wo sie sind oder die Umgebung wahrnehmen können oder verändern können. Und eine Definition aus Internetsicht, die auch für Webentwickler Sinn macht, physikalische Objekte mit Web-API. Sobald die Dinge mit dem Internet verbunden sind und es eine Schnittstelle gibt, kann ich auch beginnen, die Umgebung auszulesen oder zu steuern, genauso wie ich sonst Dokumente manipuliert habe im virtuellen Raum. Das ganz kurz zusammengefasst wäre IoT. Wenn Sie sich das anschauen als Architekturbild, dann ist das hier ein sehr allgemeines Bild, das aber die allermeisten solchen Systeme relativ gut erklärt. Sie haben links ein Gerät mit Sensoren oder Aktuatoren oder beidem, mit Connectivity, das ist hier durch diese Funkwellen angedeutet. Das ist verbunden zu einem Cloud-Backend, also einem zentralen Server. Das ist sehr oft so. Manchmal ist der lokale Gateway noch wichtig, also eine Zwischenstation, die vielleicht den einen Funkstandard in was anderes übersetzt und aufs Internet geht. Oder manchmal ist auch die Logik hier, dann würde man von einem Edge Gateway sprechen. Ja, sehr oft geht man dann aber über die Cloud, um überhaupt erreichbar zu sein im Internet. Und dort wären dann Daten zum Beispiel, die da hochgespielt werden in dieses Backend, wenn verfügbar in einem Client, in einer App oder für andere Services. Genauso kann auch dieses Backend andere Services nutzen und das Gerät selber oder die Daten, die durch die Sensoren erfasst werden, sind dann auch eben über ein Cloud-API verfügbar. Und natürlich auf dem lokalen Gateway, wenn der noch Logik drauf hat. Wenn Sie vor Ort sind beim Gerät selber, dann können Sie physisch damit interagieren. Sie können Licht einschalten oder Sie können sehen, was die Farbe des Lichts ist, also wenn Sie einen Aktuator haben. Oder Sie können die Umgebung eben beeinflussen, indem Sie den Raum wärmen, wenn Sie dort sind. Oder Sie können virtuell interagieren, indem Sie eigentlich über ein Client-Gerät die Daten anschauen. Bei uns an der FHNW unterrichte ich eine Bachelor-Klasse und hier werden mal die Lernziele für dieses Fach, es heißt IoT Engineering und Sie sehen hier ein bisschen, um was es im Großen und Ganzen geht.
nämlich genau dieses Bild von vorhin zu verstehen und vielleicht auch selber so ein System umsetzen zu können. Die Leute dort sind Software-Ingenieure und Ingenieurinnen und können eigentlich Web-Anwendungen bauen, aber mit Hardware hatten sie wenig Kontakt vor diesem Fach. Deshalb sollte auch der Einstieg so sein, dass es eben für Software-Leute möglich ist. Hier ist ein Überblick über den Inhalt. Das Ganze ist auch auf GitHub und alle Slides sind Creative Commons lizenziert. Man kann sich das also alles auch anschauen und es auch verwenden. Mir ging es vor allem darum, einen guten Überblick zu geben über das ganze Gebiet und ein bisschen reinzuschauen und etwas zu machen, was man auch nur teilweise benutzen kann als Referenz. Also nach der Einführung schauen wir uns hier Mikrocontroller genauer an, wie man Sensoren ausliest, Aktuatoren steuert, dann wie Daten auf eine IoT-Plattform gelangen. Dort nutzen wir verschiedene Plattformen, die es schon gibt. Dann ein bisschen was über Protokolle, also wie ist der Transport von Daten. Und ja, dann, das wären eigentlich die absoluten Basics und danach spezialisiert sich es ein bisschen. Es gibt einen Teil über Bluetooth Low Energy. Dann LoRa, also Long-Range-Kommunikation über weite Strecken. Das sind dann eher vielleicht schon spezialisiertere Gebiete, die schauen wir an, um zu sehen, dass es das auch gibt. Dann so Sprachsteuerung, regelbasierte Systeme. Das ist dann vom Inhalt her fast ein bisschen viel, aber man hat einen guten Überblick. Daneben machen wir ein Projekt, dass die Studierenden in Zweierteams bearbeiten und an einem Demo-Day zeigen. Alle Screenshots in dieser Präsentation sind auch Links, also wenn Sie die Präsentation runterladen, können Sie einfach hier in den Adressbalken klicken und dann sind Sie auf dieser Website. Ja, dann für die Hardware, um die es ja hier geht, ich habe ziemlich lange verschiedene Optionen angeschaut, um etwas zu wählen, das auch längerfristig standhält und das trotzdem ermöglicht, mit Hardware zu arbeiten, die auch heute im Job relevant wäre. Die Kriterien dabei, man muss sicher mal wählen, was der Mikrocontroller ist, den man benutzen will. Ich würde sagen, es ist wichtig, auch mit Mikrocontrollern zu arbeiten, nicht nur mit Computern wie dem Raspberry Pi, um diese Welt auch zu zeigen, die mit begrenzten Ressourcen auskommen muss. Der Arduino Uno, der ein Klassiker ist, Atmega 328P, den würde ich nicht mehr benutzen für IoT-Anwendungen, weil die Ressourcen sehr beschränkt sind. Sehr beliebt auch in der Industrie sind ARM-Prozessoren. Und das ist eigentlich die Richtung, die man meiner Meinung nach unterstützen sollte. Auch beliebt ist ESP. Dort ist es in der Industrie ein bisschen weniger der Fall, aber eine gute Option. Connectivity-mäßig finde ich immer noch Bluetooth Low Energy wichtig. Wi-Fi sowieso, um überhaupt anzufangen. 3-4G weniger, weil es sehr teuer ist. Man braucht eine SIM-Card. LoRaWAN ist wieder eine relativ gute Option für kleine Datenmengen und neu kommt auch NB-IoT dazu. Etwas mehr Bandbreite als LoRaWAN. Dann vom Formfaktor her, also wie sehen diese Platinen oder Boards aus? Arduino Uno kennen sehr viele, ist ein Klassiker, ist im Moment eher groß im Vergleich zu den anderen. Wir haben uns dafür Feather entschieden. Das ist ein Standard, für den es sehr viele Controller-Modelle auch gibt. Wenn Sie nur ESP verwenden, ist auch WeMOS eine gute Option, sehr günstig.
oder M5-Stack, das wäre mit sozusagen Packung dazu. Also dort hat man so ganze Module, die man zusammensteckt. Ist auch schön gemacht. Von den elektrischen Verbindungen her oder von der Verkabelung her ist der Klassiker mit Breadboards zu arbeiten, so Steckbrettern und Jumperkabel. Dann Grove ist ein Steckstandard, den wir gleich noch sehen. Shields sind auch eine Erweiterungsdimension, dass man also Dinge aufeinander stecken kann oder über USB das anschließen wie eine Kamera. Dort haben wir uns für Grove entschieden. Dann für die Entwicklungsumgebung und das Ökosystem, das damit zusammenhängt. Ja, ist sicher gut, wenn es eine große Community gibt. Toolchain sollte einfach sein. Bei den IDEs haben wir jetzt Arduino gewählt. In Zukunft wird Python sicher sehr wichtig. Und von der Sprache her, bei Arduino ist es C und sonst eben Python. Hier ist unser IoT-Kit. Es hat sehr viel drin, dass man eben diese ganzen Themen abdecken kann. Man könnte Dinge weglassen. Der erste Prozessor NRF52840 ist für Bluetooth Low Energy. Dann hat es LoRa, Wi-Fi mit dem ESP und verschiedene Adapter, um diese Groove-Sensoren anzubinden. Ein Raspberry Pi als lokaler Gateway. Also das ist ein sehr komplettes Set, man könnte Dinge weglassen. Zu Grove nur kurz, also es ist praktisch, dass man die Dinge so verbinden kann, man kann eigentlich keine Fehler machen beim Zusammenstecken, dafür lernt man auch ein bisschen weniger, als wenn man Breadboards verwendet. Manchmal ist es gut, gewisse Elemente vorzubereiten, vor allem wenn es um stärkeren Strom geht, dann sollten die Studierenden nicht direkt damit in Kontakt kommen. Ich habe auch einen Wiki für diese Vorlesung, das erlaubt Eintrittspunkte in die Hardware-Welt, die klar sind. Die Links sind schon zusammengetragen dort, wo man es braucht. Zu jedem Sensor gibt es einen Eintrag. Das hilft sehr. Bei LoRa muss man sogar die Hardware noch ein bisschen modifizieren. Dafür habe ich eine kleine Erweiterung gemacht, dass das schon gemacht ist, dass man da keine Zeit verliert. Dann, weil die Vorlesung auf GitHub ist, kann man auch Issues dort benutzen, um selber Notizen zu machen, oder Studierende können Probleme dort melden und man verliert die Übersicht nicht. Bei Hardware gibt es ja oft sehr viele Probleme am Anfang. Eines war mit dem ESP8266, der hat einen Reset-Pin, der da runtergezogen wird vom Adapter und man muss da ein paar Dinge noch umstecken. Dann kann man auch die Ports umleiten. Dazu habe ich diese kleine Abdeckung hier gemacht. Und eben so Hardware-Modifikationen kann man auch so dokumentieren in diesem Wiki. Dann für die Organisation und die Abgabe der Übungen verwenden wir GitHub Classroom. Das ist ein System, das nur auf Seite der Dozierenden sichtbar ist und es hilft, GitHub-Repos zu erzeugen für jede Klasse, und in der Klasse für jede Übung kann ich ein Repo ganz einfach erzeugen für jede Person, das dann privat ist für diese Person und mich. Und es ist auch eine echte Kopie, also nicht ein Fork. Das heißt, ich kann die Vorlesung und die Übungen in offenen Repos haben und trotzdem die Abgabe der Resultate in privaten Repos. So sieht es ungefähr aus. Sie haben für die Klasse einen Eintrag in diesem System und dann für jede Übung. Hier sind sie einfach nach den Kapiteln durchnummeriert. Zu jedem von diesen Einträgen gibt es einen magischen Link. Wenn Sie den Studierenden geben und Sie dort draufklicken, wird ein Repo für Sie persönlich kreiert, in dem nur ich und die jeweilige Person drin sind.
Ich habe diesen Link sogar direkt in die offenen Repos gemacht. Bisher hat noch niemand von außerhalb damit gemacht, von dem her ist das auch eine Option. Und die Repos sind ganz normale GitHub-Repos, die erstellt werden. Das heißt, alle Funktionen sind normal. Die Studierenden können nach dem Unterricht auch das Repo publizieren, wenn sie wollen. Aber sie müssen nicht. Das ist eigentlich wichtig. Auch das Feedback funktioniert dann über GitHub mit Issues. Eigentlich sehr bequem. Das ganze Setup ist etwas knifflig. Ich habe es deshalb dokumentiert. Ich habe das für jede Vorlesung, die auf GitHub ist, auch so ein Meta-Repository. Wo das alles dokumentiert ist. Dann ein weiterer Weg, um zu sehen, ob die Hardware-Auswahl okay war, sind Projekte mit der Industrie. Das hier sind kleine Studierendenprojekte und wenn man ganz grob schaut, kommen die Begriffe Bluetooth Low Energy, LoRaWAN, NB, IoT kommen immer wieder vor. Und man sieht ein bisschen, dass auch die Kenntnisse über diese Protokolle und Connectivity-Optionen wichtig sind in der Industrie. Kameras kommen immer häufiger vor. Deshalb ist es gut, wenn man sich da auskennt. Jetzt muss ich ganz kurz den Strom einschalten, sonst liegt mein Laptop. So. Ich glaube, das ist abgewendet, ja. Super. Ich zeige hier ein einzelnes Projekt, an dem wir dran sind. Und das Projekt heißt IoT Bricks. Es geht jetzt eigentlich darum, mit der Hardware, die ich vorhin gezeigt habe, etwas zu bauen, das ein bisschen das Level hebt und auf Anwendungsseite einfaches Arbeiten ermöglicht. Diese Bricks sind Bausteine, die Connectivity drin haben und idealerweise für ein Semester laufen sollen. Sie sind also einfach connected. Der Fokus ist auf Anwendungsseite. Und es geht darum, mit mehreren Bricks Anwendungen zu bauen. Man schreibt also dann eigentlich die Logik dieser Anwendungen. In unserem Fall direkt in Java. Es gibt ein einfaches SDK. Das ganze Backend ist eigentlich schon da und sollte einfach laufen. Das sieht so aus im Bild von vorher. Auf der Strecke von diesem Brick zum Gateway ist LoRaWAN. Dann geht es übers Internet und die Daten kommen über MQTT raus, ein message-basiertes Protokoll. Auf dem Client kann ich dann mit sehr einfachem Code auf die Daten hier zugreifen oder die Umwelt steuern. Die Bricks selber kann man gut im FabLab herstellen. Es gibt so einen Halter für die Akkus. Wir verwenden Standard Stromverbindungsdosen. Die sind auch ein bisschen wasserfest. Und ja, die Hardware passt hier rein. Man kann diese Dosen lasern. Es sollte kein PVC drin haben, deshalb kann man eigentlich alles selber produzieren. Und wenn Sie einen solchen Brick haben, dann hat es auf dem drauf einen Link. Und dieser Link ist auch alles, was man braucht, um weitere Informationen zu finden. Die Daten sind also so gesehen Open Data. Sobald man physischen Zugriff auf den Brick hat, kann man auch sehen, wo die Daten sind. Hier ein Beispiel, wie das im Code aussieht. Die Information, die man braucht, findet man eben über den Link und auch gleich ein Codebeispiel. Man hat einen Proxy, der sagt, dass man zu einem Backend verbindet und von diesem Proxy kann man dann eigentlich so ein Brick bekommen, hier ein Temperaturbrick, das ich dann auslesen kann. Im Hintergrund ist die Konfiguration, die das SDK braucht, um auf das richtige Backend zu verbinden und die richtigen MQTT-Topics zu abonnieren. Das ist alles versteckt. Für den Anwender oder die Anwenderin braucht es eben nur diese Brick-ID und diese kurze URL. Das ist alles.
Hier ein Beispiel, ein Monitoring-System. Man hat Temperatur und eine LED. Und wenn die Temperatur höher ist als ein Wert, dann ist die LED rot, sonst grün. Dieser Code ist jetzt alles, was es auf der Anwendungsseite braucht, um so ein System zu bauen und auch laufen zu lassen. Entweder im Unterricht auf dem Laptop oder auf einem Raspberry Pi fix installiert, dass dann die Anwendung eigentlich dieses Verhalten hat. Das UI ist nur das Brick mit der LED und gemessen wird in einem Brick mit einem Temperatursensor. Hier eine Türklingel. Ich schaue, ob ein Knopf gedrückt ist, und wenn der gedrückt ist, dann lasse ich einen Buzzer los. Also so eine Türklingel eigentlich mit sehr wenig Code. Hier ist ein bisschen das Problem, dass dieses LoRaWAN sehr langsam ist. Man darf nur alle vielleicht 5 Minuten Daten lesen, wenn man sich an die Regeln halten will. Und deshalb ist geplant, das auch mit Bluetooth zu implementieren. Unsere Hardware kann beides. Und man hätte dann wenigstens, wenn die Bricks in der Nähe sind, eine Version, die auch schnell reagieren kann. Das ist sicher wichtig, auch um etwas damit zu prototypen. Was es auch hat, ist so ein Demo-Modus, in dem alles schnell reagiert. Und wenn es richtig funktioniert, kann man es dann deployen sozusagen, indem man einen Namen ändert, dieses Proxys. Ich sehe, dass es schon 10 Uhr ist. Ich hätte noch vielleicht 5 Minuten maximal. Sonst müssen Sie mich einfach unterbrechen, wenn es zu lang ist. Wenn wir mal diese Bricks haben, dann kann man eigentlich interessantere Anwendungen damit bauen. Hier wäre jetzt ein fiktives Kamerabrick, dann die LED, die wir schon hatten, und ein Distanzsensor. Und das ganze System, es heißt U-Turn, ist ein System, das einem hilft im Haushalt, die mühsamen Arbeiten fair zu verteilen. Die Kamera sieht die Person, die vor dem System steht, und führt eigentlich Buch darüber, das sieht man hier hinten, wer in diesem Fall den Mülleimer rausgebracht hat. Dann gibt es einen Indicator, also eine LED und einen Distanzsensor und ein bisschen Logik. Hier heißt es Edge Device, das wäre so ein lokaler Gateway mit Logik. Und das System funktioniert so, ich habe dieses Brick, das mich sieht und erkennt, mit Machine Learning, das lokal funktionieren soll. Dann habe ich ein Brick, das die Notifikation anzeigt, und ein Brick, das den Stand des Abfalls misst. Und zusammen können die mir jetzt, wenn ich vorne dran bin, sagen, ich soll den Müll rausbringen. Vielleicht jemand anderem, der mit mir wohnt und den Müll öfter rausbringt, würde das dann nicht angezeigt. Und so kann man eigentlich die Arbeit fair verteilen. Es wäre auch ein Beispiel dafür, wie man eigentlich Gesichtserkennung und Artificial Intelligence auf eine positive Weise einsetzen kann. Solange alles im Haushalt bleibt, ist es vielleicht akzeptabel. Das war von einem Designwettbewerb für ein EU-Projekt. Und ja, es soll ein bisschen zeigen, wie auch Systeme gebaut werden können, die nicht nur für eine Person sind, wie das häufig bei Home Automation der Fall ist. Dann wäre ich damit eigentlich schon fast fertig. Was man sagen kann zu Open Hardware, also diese Feather Footprint und Grove Sensoren haben sich eigentlich bewährt. Ab und zu muss man was umlöten bei Grove, aber das ist auch nicht extrem schwierig. Also sollte machbar sein für Dozierende. Dann Open Source allgemein, das ist eigentlich klar, es erleichtert das Teilen und die Wiederverwendung. Gerade auch bei Industrieprojekten, wenn man etwas als Open Source rausgeben darf, dann kann man es gut in anderen Projekten auch empfehlen und verwenden und alle profitieren. Dann Einfachheit und Robustheit, also als Beispiel diese Bricks.
eröffnen neue Möglichkeiten. Wenn etwas gut funktioniert und einfach funktioniert, dann kann man darauf aufbauen und muss nicht immer die Basics wieder auch noch selber lösen. Vor allem Strom effizient zu benutzen ist dort ein Punkt. Ja, und in Bezug auf Sensoren glaube ich, dass solche AI-Kameras und eben lokales Rechnen, dieses Edge-Computing, dass das die Zukunft ist, wenn man auch daran denkt, die Privatsphäre von Leuten zu schützen. Damit ist es okay, Informatikunterricht in der SEC. Was immer möglich ist, wäre eine Anwendung schon gebaut, zu zeigen und dann vielleicht zu untersuchen, wie die funktioniert. Auch wenn Sie jetzt diese Bricks haben, können Sie die öffnen und reinschauen und auseinandernehmen. Das wäre eine Möglichkeit. Sonst ist vielleicht dort Physical Computing, also einfach ein Arduino und ein paar wenige Sensoren, die vor Ort arbeiten, fast einfacher. Fragt sich halt immer, wie man da beginnen will. Also das Material, das ich gezeigt habe, ist schon eigentlich für Bachelorstudierende hauptsächlich. Sobald es aufs Internet geht, kommt eben so viel dazu, dass man schon kennen muss über Software, dass es eigentlich ja, schon einiges an Vorwissen erfordert. Okay, wenn man mit Arduino an Grenzen stößt, dann wäre das sicher eine Option. Sonst gibt es noch den IoT Octopus, heißt der, von Guido Burger. Ich schreibe das hier noch rein. Das Google. Das ist ein ESP, der schön verpackt ist und ja, schon viele Sensoren kennt. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Verwendet auch diesen Grove-Standard. Und sonst, ja, Microbit finde ich auch immer noch super. Hat schon Bluetooth-Connectivity und man kann auch Erweiterungen dranhängen, jetzt sogar für LoRaWAN. Ist halt relativ teuer, dann die Erweiterung zu kaufen, aber das Boot selber kostet nichts. Calliope. Ja, ist dasselbe wie Microbit aus dieser Sicht. Wenn es mit diesem Make Code von Microsoft funktioniert, ist eigentlich der Einstieg extrem einfach. Man hat kein Setup. Und ja, das ist eine sehr gute Sache. Jetzt ist hier auch eine kleine Microbit-Einführung mal gemacht. Könnte sich vielleicht anschauen. Calliope wäre dasselbe, mehr oder weniger. Gibt es noch weitere Fragen? Ist immer bei dieser Art Unterricht interessant, wenn man vor so einer Wand von Namen ist, ohne Bilder. Man sieht die Reaktion der Leute nicht. Ich hoffe, Sie haben in dieser Präsentation was mitnehmen können. Mir ist bewusst, dass es sehr dicht war. Deshalb gebe ich auch immer die Slides raus. Es ist eigentlich mehr als Referenz gedacht. Ich sehe hier, tippt noch jemand. Danke auch.